Sonntagnachmittag, 17 Uhr und 45 Minuten, Zeit mal wieder Klartext zu reden und damit willkommen zu unserer After-Race-Show. Es sah erstmal wieder danach aus, als würde es ein langweiliges Rennen werden und das war es nun mal auch zum großen Teil, muss man ehrlicherweise sagen. Dank dem Regen kam dann mal ein wenig Würze rein und darüber wird zu sprechen sein, aber auch über Sergio Perez, über Carlos Sainz. Über die beiden werden wir intensiv heute sprechen bei uns in der Sendung. Aber natürlich auch, wir sind schon im Hintergrund. Ja, zum weiteren Male hat Max Verstappen das Rennen gewonnen. Also es bleibt bisher dabei, ein Red Bull gewinnt immer das Rennen. Im sechsten WM-Lauf ist es also auch weiterhin der Red Bull, der ganz oben steht. Und Max Verstappen, der seinen Vorsprung in der WM ausbauen konnte, aufgrund des selbstverschuldeten Qualifyings von Sergio Perez ging für ihn auch im Rennen überhaupt nichts. Und es gab die ein oder anderen Fehler, die er auch noch gemacht hat. Darüber wollen wir natürlich sprechen und uns die Bilder dazu natürlich auch anschauen. Wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, so wie ich das heute machen werde, dann natürlich über die bekannten Wege bei uns im Live-Chat oder natürlich auch per WhatsApp über die bekannte Nummer oder ihr scannt den QR-Code. Für alle die heute zum ersten Mal dabei sind, wir reden Klartext, die Sendung entsprechend, wo ich mal meine Meinung kundtue zu dem, was da im Rennen passiert ist. Und für die Experteneinschätzung verweise ich dann jetzt schon mal auf unsere Rennanalyse am morgigen Montag um 18 Uhr. Und nachdem ja auch Andreas Gröbel wirklich sehr, sehr gut ankam bei euch beim großen Preis von Miami, wird er also auch weiterhin zu sehen sein. Unser nächster Einsatz morgen also an der Seite wieder von Marc Surer. Um 18 Uhr. Das schon mal von zu Beginn der Sendung mal angemerkt. Und wir gucken uns mal die Bilder an, diese Diskussionen, dass es möglicherweise regnen könnte. Das hat man das gesamte Rennen über auch schon mitbekommen, dass es Funksprüche gab von den Fahrern und jedes Team hatte so unterschiedliche Einschätzungen und Vermutungen, wann möglicherweise der Regen kommen könnte. Die Prognose war vor allem auch von einem Team sehr zuverlässig, das nämlich von Mercedes, dass es entsprechend dann doch noch rechtzeitig regnen könnte, weil es war, kann man sagen, eigentlich bis ungefähr Runde 50 doch ziemlich langweilig und ich habe auch wieder so nebenbei ein bisschen Social Media verfolgt. Auch da gab es eigentlich gefühlt nur eine Meinung eben, dass das Rennen langweilig ist und ein Kommentar ist mir hängen geblieben und zwar, dass er, die Person es ihm geschrieben hat, im Vorfeld diese Diskussion, Monaco muss bleiben, ist eine Traditionsrennstrecke und. Und nach dem Rennen gewissermaßen verteufelt so ziemlich jeder dann diese Strecke, weil sie eben langweilig ist und weil sie kaum wirkliche Überholmanöver tatsächlich bietet. Und das war im Endeffekt auch so. Und nur dank dem Regen gab es heute mal ein bisschen Würze in die ganze Suppe. Ansonsten wäre das eine ziemlich fade Veranstaltung geworden heute auch. Obwohl dieses Aufgebot, wenn wir uns diese Bilder mal anschauen, die Strecke selber natürlich klar, Monaco ist bekannt für Glanz und Glamour. Es ist gefühlt so viel los gewesen wie noch nie und natürlich auch die Atmosphäre, man sieht hier, es war wirklich alles voll, auch wir sehen hier die ganzen Menschen da vor Ort, die Zuschauer, wirklich jeder Platz, jeder auch nur denkbare Platz, der wurde auch tatsächlich verwendet und klar, diese Bilder, wie wir sie hier sehen, es ist natürlich schon wirklich atemberaubend, das ist das, wofür Monaco schon seit Jahrzehnten steht, aber eben, das ist das drumherum, aber die eigentliche Renn-Action wiederum, die ist dann doch ziemlich fad, auch wenn man so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass da einer möglicherweise um die Ecke kommt, der das Ganze ein bisschen spannender macht. Ich rede nämlich von Fernando Alonso. Hatte man so ein Stück weit die Hoffnung, dass er da Max Verstappen zu Rennbeginn angreifen könnte, aber nachdem dann auch vor Rennbeginn klar war, wer auf welchen Reifen nämlich starten wird, war die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass da Max Verstappen den Start an Fernando Alonso verliert. Denn Max Verstappen, Reifenflüsterer, wie wir ihn kennen, aber auch Fernando Alonso, jedenfalls Verstappen auf den gelben Reifen unterwegs gewesen, also auf den Medium-Reifen und Fernando Alonso auf den harten Reifen. Und so konnte eben dann auch direkt beim Rennstart Max Verstappen den auch für sich entscheiden und auch dahinter eben entsprechend Fernando Alonso, der ja leider auch nie wirklich eine realistische Chance hatte auf den Sieg. Es gab mal so diese Momente, als es zu regnen angefangen hatte, wo man
gerade auch bei Red Bull ziemlich lange auch gebraucht hat, um sich dann dafür zu entscheiden, weil man auch Max Verstappen dann reingeholt hatte. Dann gab es aber auch noch wiederum den Fehler von Aston Martin, darüber wird auch noch zu sprechen sein, wo man ihn zunächst mit falschen Reifen versorgt hat, um ihn dann ja, kurzerhand in der nächsten Runde erneut reinzuholen. Es hat dann zwar an Platz 2 nichts mehr verändert, auch wenn es da hinten, ja, der Vorsprung im Vergleich oder zu Ocon war natürlich dann nicht mehr der wie zuvor, aber Platz 2 blieb ungefährdet. Ja, der Regen, können uns diese Bilder mal angucken. In Runde 27 gab es diese Diskussion unter anderem. Klar, das gab es das ganze Rennen über die Wolken, sie waren da, aber man hatte eigentlich eher, so, das hatte ich auch so auf Social Media parallel noch dazu gelesen, die viele oder die meisten, die eher nicht dran geglaubt hatten, natürlich vor allem auch, weil der Regen noch über den Bergen war. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der Regen dann doch an die Rennstrecke zieht, war zunächst erstmal nicht sonderlich groß, auch wenn nach den Wolken man eigentlich schon hätte davon ausgehen müssen, auch zu diesem Zeitpunkt, dass es schon schütten könnte. Aber dem war eben nicht so. Und in Runde 40 ging diese Diskussion natürlich auch fröhlich weiter. Im Endeffekt über das gesamte Rennen natürlich auch an den Wolken. Wir sehen hier, es war schön dunkel an dieser Stelle. Warm war es natürlich trotzdem. Also deswegen, wenn es nur leicht getröpfelt hätte, hätte das auch keinen wirklichen Effekt ausgelöst. Und in Runde 50 gab es dann endlich, muss man fast schon sagen, die ersten Meldungen über leichten Regen in Kurve 6, 7 und 8. Und dann kam er dann auch, und das hat dann auch George Russell zwei Runden später in der 52. Runde dann auch vermeldet, dass der Regen jetzt mehr und mehr wird. Und wenn wir uns dann die Bilder mal anschauen, Runde 53 sehen wir dann auch hier, es wurde dann auch ruckzuck, gerade in diesem Bereich, wir sehen es hier nämlich, doch sehr, sehr nass, 54 ebenfalls auch. Also man hat schon gesehen, das war gerade eben so der Bereich auf der Strecke, wo es richtig nass wurde und zwar ziemlich schnell nass wurde, und das versprach zunächst mal so ein bisschen Action, weil natürlich auch fleißig rumgerutscht wurde, und erstaunlicherweise muss man sagen, wir haben eine Premiere eigentlich erlebt beim Monaco Grand Prix. Es war das erste Rennen seit gefühlt 100 Jahren, wo es geregnet hat und kein Safety Car war da. Also das ist ja eigentlich immer so die große Sorge, wenn es regnet, wir sehen die Bilder, dass man dann da auch gleich panisch irgendwie reagiert und nach den Bildern vor allem auch, dass da das Safety Car rauskommt und dass da möglicherweise auch das Rennen unterbrochen werden könnte. Gut, wie es gekommen wäre, wenn es richtige Einschläge gegeben hätte, dann mit Sicherheit, aber wenn wir da auch mal an ein Jahr zuvor denken, letztes Jahr im Mai, als es da auch in Monaco schon zu Beginn an, schon vor dem Regen, vor dem Rennen geregnet hatte, hat man ja das ganze Rennen eine Stunde hinten raus verzögert, was aber wiederum auch daran lag, dass die ganze Technik schon auch nie funktioniert hatte. Also das war dann eher auch so das Maßgebliche, wie man es auch dann im Nachgang wusste. Aber trotzdem ist es eine gefühlt kleine Premiere. Es regnet in einem Formel-1-Rennen und kein Bernd Mailänder auf der Strecke, der sich wahrscheinlich auch gedacht hat, Mensch, da kommt die große Stunde jetzt für mich gleich wieder, und dann war es eben nicht so. Also das war zumindest mal kurzzeitig, es hat ja nicht die ganze Zeit, das restliche Rennen, die letzten 28 Runden hat es ja dann nicht durchgehend geregnet, es war ein paar Minuten, wo es mal richtig schön nass war. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.